dann müssen wir noch an die Part-Reihe denken, ne? So, denn das ist folgendermaßen ausgelaufen. Ich habe Serbien noch gerade rechtzeitig platt bekommen. Dann kam es nach Albanien in den Krieg hinein, aber man ganz ehrlich, Albanien ein paar Sicherheitstruppen übrig gelassen, Ende. Sofort die Gesamtarmee in Italien rübergesetzt. Gerade kam in Italien in den Krieg hinein. Irgendwie Italien kaputt bekommen und dann alles nach Russland, nach Frankreich. Und so den Krieg gewonnen. Ja, und im Endeffekt, italienische Reich, das österreich-ungarische Reich. Ja, wenn ihr euch Bulgarien wegdenken würdet, gehörte mir der gesamte Balkan. Voll cool. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt Metal Machine. Warum kommt jetzt das Metal Machine? Wenn sie zu viele, zu weite Strecken gehen müssen, dann werden sie noch verlegt. So. Was ist denn das? Ah. Sprich diesen Namen bitte aus. Ich versuch's mal. Januszkiewicz. Ja, das ist nämlich ziemlich gut. Januszkiewicz. Wahrscheinlich. Mann, ich kann schon russische Namen aussprechen. Ich bin stolz auf mich. Ach, guck mal an. Weiß, Russland ist immer noch besetzt. Ja, stell dir vor. Ah, geht die Unruhe nach oben, wa? Hm? Seid ihr scheiße oder so? Was lässt den armen Jungen da alleine? Ja, hoffentlich kann das halten. Denn ich möchte jetzt gerne endlich Italien aus dem Krieg rauskegeln. Und dafür brauche ich eben alle Truppen für den Angriff. Warum sollen die so überlegen sein? Nur weil die in der Verteidigung sind, weil es gerade Winter ist. Scheiß auf den Winter. Was ist los? Zypern? Hat sich mal eben so Zypern unabhängig von den Briten erklärt. Cool. Oh, ich hatte die britische Armee gefunden, die mal in Calais war. Puh. Aber ich frage mich gerade, warum... Also ihr wisst ja, wenn die Partisanen ja so bestimmtes Gebiet besetzt haben, dann kann irgendwann daraus ein unabhängiger Staat entstehen mittlerweile. Ich weiß nicht, ob es bei AOD auch schon so war, aber naja, ist mittlerweile so. Aber warum sind die Staaten am meisten Leninisten oder kommunistisch im Allgemeinen? Warum? Ich meine, nur weil sie eine Revolution haben wollen, müssen sie nicht gleich Kommunisten sein. Ich meine, können sich auch ganz einfach, keine Ahnung, meinetwegen, können auch Demokraten sein. Aber warum immer Kommunisten? Und direkt immer direkt Beziehung mit den minus 100 oder so. Voll komisch. Ich meine, ich habe den Staat noch nie zuvor gesehen, ich denke mir so, ein neuer Staat, den könnten wir eventuell anerkennen. Nö, minus 100, Beziehung. Das ist total komisch, also ich verstehe es auch nicht. So, das haben wir gesaved. Ich glaube, ich mache es einfach mal ein bisschen anders. Ich setze alles einfach nur nach oben ein und besetze es dann, dann ist eher Schluss, also. Soll ich den Osmanen helfen? Ich weiß nicht. Oh, leer. Einfach nur hin, dann war es das mit Italien. Ich meine, da kann ich die Truppen einsetzen, um hier im Balkan alles fit zu machen. Und Russland ist sowieso dann schon bald im Arsch, wenn Sommer ist. Kiew ist gefallen? Oh, Tatsache. Nun sind die Österreich-Ungarn einmarschiert. Beziehungsweise die Bulgaren. Interessant. Ja, da kommt wieder mehr Unruhe in die Regierung rein. Mal gucken, wann das Event kommt. Müsste sehr bald kommen. Oder es kommt nicht, dann kriege ich vielleicht so einen Friedensvertrag mit denen. Ja, interessant. Primo Victoria.
sag ich dazu mal. Polen ist immer noch besetzt. Ja, stell dir vor, 31 Beizorn. Cool. Das müsste eigentlich schon sehr bald der Fall sein, dann ist der Ende. Ich tue aus speziellen Gründen, tue ich Petrograd nicht besetzen, beziehungsweise auch keine Offensive danach starten. Ich habe so das Gefühl, wenn ich das mache, dann kommen die Events nicht. Kann sein, dass ich mich irre, kann aber auch sein, dass ich mich nicht irre. Guck mal, Tunesien könnte bald auch unabhängig erklärt werden. In Frankreich gibt es leider keinen Zweitstaat. Wäre interessant, wenn man das eingebaut hätte, dass es, keine Ahnung, irgendein anderes Frankreich geben würde. Meinetwegen auch Vichy-Frankreich. Auf jeden Fall, wenn Frankreich komplett vom Partisanen übernommen ist, sollte sich ein neuer Staat ausbilden, nach meiner Meinung. Wäre lustig. Passiert in Deutschland ja auch. Sei es auch nur die DDR. Nochmal ein Sieg in Rom. 8. April. Könnte passen. Ich habe Elba besetzt. Da war ich mal drauf gewesen. Ganz nett, die Insel. Jawohl. Da haben wir Rom. Du bleibst mal da. So, da müsste Italien bald am Ende sein. Warten wir so ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Jahre. Und dann schauen wir mal. Jawohl, jetzt haben wir erstmal Ereignis. Rom ist gefallen. Ich meine, mit 16 Industriepunkte können die mir auch nicht wirklich gefährlich werden. Da müsste gleich ein paar Events kommen. Ja, dann kann ich den Frieden mit Italien diktieren. Beziehungsweise ich kassiere die Kolonien ein. Ja, da ist es. Allerdings, vielleicht wundert ihr euch, ja. Ich spiele halt momentan noch die Beta. Wenn ich dann das Wii LP starte, werde ich dann die, ja, die richtige Version 1.2 nehmen. Das heißt so viel wie Italien kapituliert. Zack. Grenzen wir so, wie sie sind. Jetzt werden die Friedensverträge gemacht. Und dann schauen wir mal, was wir wählen können. Beziehungsweise, ob wir das wählen oder ob das die Österreich-Ungarer machen. Auf jeden Fall ist Italien jetzt auch aus dem Krieg gekegelt. Das ist doch nett. So, das heißt, die Truppen, die da gerade unten waren, die setzen wir dann hier ein, damit wir Albanien und Montenegro mal kaputt bekommen. Und dann bleibt als Kontinentalgegner nur noch die Russen. Ja, da warten wir auf den Sommer, da ist er schon bald. Mai greifen wir an. Obwohl doch, wir greifen erst Mai an. Neue Infanteriedivision, immer her damit. Die sind aber noch veraltet, die müssen dann modernisiert werden. Oh, läuft gut. Na komm, gerade nicht schon an. Hab keinen Bock mehr zu warten. So, machen wir das. Die gehen dahin. Nein. Hallo? Dahin. So. Die nehmen sich das da. Die nehmen sich das da. Das Grüppchen nimmt sich das da. Und das Grüppchen nimmt sich das da. Rücken wir mal vor Richtung Vitensk. Und was haben wir denn hier? Ah, der Vertrag von Grenoble. Der ist sogar auf Deutsch schon. Cool. Damit erhalten wir die italienischen Koloniegebiete. Und Österreich-Ungarn erhält, ja, Udine, also einen kleinen Teil von Italien nur. Bei den Italienern ist aber nicht so eine hohe Unruhe, wie bei den Franzosen. Allerdings sollten wir unsere Ansprüche mal auf Libyen stellen. Männchen? Das ist übrigens Ghost Division. Wer es noch nicht erkannt hat. Hab ich euch noch gar nicht erzählt, man kann sich ja in dem Spiel, und das liebe ich in diesem Spiel, seine Ansprüche selber stellen, welche Gebiete man besetzen will. Das heißt, ich sag einfach, ich habe Anspruch jetzt auf diese Gebiete. Cool, oder? Sind zwar keine nationalen Provinzen, die nationalen sind immer noch rot, aber ist trotzdem nett. So kann man sich an eigenen Grenzen schön ziehen. Ups, da war gerade ein Tech-Team, ne?
sieht's aus? Ja, das läuft. Und da ist unser Kulinarisch noch größer geworden. Ja, nur nicht zu groß, ne? Ah ja. So, die gehen mal in den Balkan rein, um das männlich dazu regeln. So, der Fluss den Dnjepr ist mir im Weg. Da muss ich irgendwie rüber. Wenn ich da rüber bin, sollte mit Russland Ende sein. Ich meine, was wollen die mir noch aufbieten? Ein Widerstand? Nichts mehr. Ich gründe dann da eh mein Ostimperium und dann ist gut. Wurde von den Deutschen auch gefordert. Das sogenannte Ostimperium. Mit der Ukraine als deutsche Marionette so gesehen. Muss man sich mal vorstellen. Blödes Skype. Na, da fallen so langsam die Russen zusammen. So, jetzt muss ich ein bisschen nachdenken, welches Lied war das letzte, was ich an die Playlist reingepackt habe. Ach ja, jetzt ist alles wieder. Gut, dann haben wir das gleich. Wenn das dann abgespielt wird, weiß ich ja eh Bescheid. Ihr könnt euch nicht widersetzen. Ihr habt keine Chance gegen mich. Akzeptiert das so endlich. Dass hier immer so für Chat begriffen sind, die Truppen. Eine kanadische Infanteriedivision in Montenegro, ist klar. Hauptsache, wir sind an der Front, ne? Osmanische Reich an den Krieg zu verlieren. Schlimm? Das jetzt schon? Ah, nee, Quatsch, Quatsch. Quatsch, das ist ja nicht das, das ist nicht das Lied, was ich meinte. Das ist ja noch, Court of Arms. Ich meinte ein anderes. Ich dachte, jetzt schon mein Playlist zu Ende geht. Nee, nee, nee. Da kommt noch was anderes. Ich meine, ein oder zwei Lieder müssten, nee, müssen noch mehr kommen. Drei mindestens noch. Ups. So, zerbrechen wir die russische Front mal da. Keine Chance. So, ab über den Dnjepr. Ah, jetzt haben wir den Pionier verbessert. Wunderbar. Auf nach Liptensk.
Mann, die können aber ziemlich gut kämpfen in den scheiß Bergen da oben. Aber egal, besiegt ist besiegt. So, Viktenz gehört mir, damit ist der Weg nach Smolensk offen. Was damals so viel hieß, wie dass wir die Hälfte nach Moskau geschafft haben. Aber die Hauptstadt ist eh nicht mehr. Aber ist hier nicht Moskau, sondern ja Petrograd. Das spielt Umland wohl in Leningrad. Und jetzt soll es mittlerweile St. Petersburg. So, was haben wir jetzt für Liederchen? Hm? Ist gerade nicht passend, aber naja, Cliffs of Gallipoli. Ups, mach ich noch für Bullshit. So, Smolensk ist sichergestellt. Lol. Ach ja, die Russen, sie geben einfach nicht auf. Warum eigentlich nicht? Ich meine, müsste auch mittlerweile klar sein, dass sie nicht gewinnen können. Oder meinen die jetzt nur, weil die österreichisch-ungarischen Truppen hier beseitigt haben? Weil sie langsam mal leicht zum Rückzug gezwungen haben, gewinnen sie es oder was? Ich denke nicht. Ziehen wir mal nach Moskau. Jetzt haben wir das Gebiet auch schon wieder besetzt. Meine Fresse. Man kann mit dem Widerstand aber auch echt übertreiben. Jetzt haben wir doch ein Petrograd einmarschieren. Entscheiden wir gleich mal.